gesagt, wir talken, wir haben's alle probiert. Die ist kälter als ein Eisblock, das ist noch nicht formuliert. Ich sah sie täglich bei der Arbeit, sie wirkte sehr souverän. Doch dann passierte dieser Fehler und sie musste gehen. Ich wollte sie trösten, wir gingen essen, ich brachte sie heim. Ich kam ihr näher, doch sie sagte, du kannst nicht mit rein. Ich hab einen Freund in Kalifornien, wir ziehen zusammen. Ich gab ihr die Hand zum Abschied, da sagte sie dann, es sei denn, du bleibst bis Sonntag früh um 10, dann holt er mich ab, bis dahin kann was gehen. Wir bleiben komplett eine Woche im Bett. Betrachte es nur als ein Experiment, das zeigt, was passiert, wenn man sich konsequent 7 Tage lang liebt, als wenn's keinen Morgen mehr gibt. Ungefähr 14 Tage später rief sie mich an, sagte, Baby, diese Woche denkst du auch dauernd dran? Meinen Freund hat mich verlassen, das lief einfach nicht. Mein Flieger geht am Freitag, ich freu mich auf dich. Sie blieb nicht einmal bis Sonntag früh um 10. Sie sah mich nur an und sagte, kannst mal sehen. Wir haben ihn verheizt, den seltsamen Reiz. Es war halt nicht mehr als ein Experiment. Das zeigt, was passiert, wenn man sich konsequent 7 Tage lang liebt, als wenn's keinen Morgen mehr gibt. Sie blieb nicht einmal bis Sonntag früh um 10. Sie sah mich nur an und sagte, kannst mal sehen. Wir haben ihn verheizt, den seltsamen. Wenn man sich konsequent 7 Tage lang liebt, als wenn's keinen Morgen mehr gibt.